klasse, dass ihr euch hierher geklickt habt, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute darf ich endlich über mein neues Buch sprechen. Ja, das darfst du als Autor nicht immer und überall. Es soll ja immer lange Zeit geheim bleiben, was man sich da ausgedacht hat. Es könnte ja einer die Idee klauen. Allerdings bei einem Döner-Checker? Die Idee, die ist so verrückt, glaube ich selber, die hätte mir niemand weggenommen. Naja, trotzdem. Seit einiger Zeit darf ich also erzählen, worum es geht, und wir haben hier ein kleines Spiel daraus gemacht. Einige Leute von euch haben uns Vorschläge geschrieben, eigene Ideen, was ihnen zum Titel Abenteuer eines Dönercheckers einfällt, und da waren richtig tolle Sachen dabei. Sehr, sehr witzig. Und heute darf ich also erzählen, was wirklich in dem Buch passiert, und wir gucken mal in eins meiner Lieblingskapitel hinein. Es geht um Folgendes. Chris ist ein Jugendlicher, der am liebsten dönert und daddelt. Das sind seine 2 D im Leben. Dönern und daddeln. Das heißt, er daddelt an seiner Spielekonsole und bestellt sich dauernd Döner. Immer wieder denselben Döner. Extra scharf mit viel Soße. Doch natürlich sind die Eltern nicht so einverstanden und der Patenonkel, Steffen. Der Patenonkel von Chris findet es irgendwie auch nicht gut. Und er besitzt eine große Fahrradfirma und macht Chris zu den Sommerferien folgendes Angebot. Wenn Chris es schafft, 1000 Kilometer in den Sommerferien zu radeln, bekommt er 1000 Euro und darf das tolle Bike behalten, das er bekommt. Als Beweis muss er wohl Tagebuch führen und natürlich den Kilometerstand zeigen. Ja, Chris will das natürlich nicht. Wozu soll der durch die Gegend radeln? Er braucht doch nur seine Spielekonsole und den Döner jeden Mittag. Okay, sagt Steffen, der Patenonkel, dann kriegen die 1000 Euro eben dein Cousin, der Tom, ohne dass er was macht. Moment, und das geht gar nicht. Tom? Tom soll einfach so Geld bekommen, nur weil Chris was nicht macht? Nee, dann macht Chris lieber was. Also radelt er los. Am ersten Ferientag steigt er aufs Bike und tritt in die Pedale, und ihr könnt euch vorstellen, der ist stinksauer auf sich selber, dass er sich darauf hat eingelassen. Wo radelt er hin? Was soll sein erstes Ziel sein? Ja, ahnt es schon, natürlich die Dönerbude, in der er immer bestellt. Na gut, der lässt er heute eben nicht kommen, sondern er kommt. Er radelt dorthin und kann die Bude leider nicht betreten. Oh, die ist geöffnet, macht euch keine Sorgen. Ja, nee, die ist auch in Betrieb, da kein Problem. Nee, das Problem ist, wer da hinter der Theke steht. Zeynep. Ausgerechnet. Das netteste, schönste Mädchen, das Chris kennt. Sie ist nämlich die Tochter des Dönerladen-Budenbesitzers, in dem Chris immer bestellt, und niemals würde Chris sich wagen, jetzt da reinzugehen und Zeynep anzusprechen. Oh, er hat schon mit ihr gesprochen, ja klar. Am Telefon. Er hat mit ihr gesprochen. Seine Sätze waren, guten Tag und bitte einmal Döner extra scharf mit viel Soße. Aber das würde er sich niemals trauen, jetzt bei ihr zu sagen, so Auge in Auge. Also überlegt er, was er sonst machen soll. Was soll er machen? Und während er dort steht und nachdenkt, fällt sein Blick auf ein Hinweisschild. Und da steigen wir in die Geschichte ein. Quasi wie der Dönerchecker zu seiner Berufung kam. Seid gespannt. Zum Vorlesen brauche ich allerdings die Brille, bin ja mittlerweile auch schon über 50 Jahre alt, ne? Und mein Manuskript. Aus dem Buch kann ich ja noch nicht vorlesen, es ist ja noch nicht da. Es erscheint ja erst im März. Also, Chris schaut sich um. Und da fiel sein Blick auf ein Hinweisschild, auf dem in großen Buchstaben King of the Döner Universe geschrieben stand. Darunter zeigte ein roter Pfeil in die Nebenstraße. King of the Döner Universe, flüsterte Chris, ganz schön selbstbewusst. Na, da wollen wir doch mal sehen. Einige Minuten später, als Chris den Laden betrat, verkündete das kleine Glöckchen an der Eingangstür einen neuen Kunden. Hallo! Was darf sein? Fragte eine freundliche Stimme hinter der Theke. Ein kräftiger Mann, mit Schultern beinahe so breit wie der Steinofen hinter ihm, sah Chris interessiert an. Döner, antwortete Chris. Döner, mit extra Soße und scharf.
Was heißt extra Soße? Erkundigte sich der Mann, ohne seine gute Stimmung zu verlieren. Extra viel oder eine meiner Extrasoßen? Chris sah auf. Sie haben verschiedene Extrasoßen? Der Mann zeigte auf die Auslage hinter Glas. Erst jetzt bemerkte Chris die riesige Auswahl an allem. Allein 10 Behälter mit verschiedenen Salaten. Dazu verschiedene Teigangebote. Fleischrollen, Fleischquader und dazu gerollte Fleischquader. 4 Sorten Käse und eine Batterie an aufgestellten Plastikflaschen. Der kräftige Finger des kräftigen Mannes wies von einer Flasche auf die andere, während er fröhlich erklärte: Kräutersoße mit Knoblauch, Kräutersoße ohne Knoblauch, Partysoße, französische Soße, Danish Dressing, English Dressing, Soße süß-sauer, Soße süß ohne sauer und Soße sauer ohne... Darf ich raten? Ohne süß? Nein. Ohne Knoblauch, lachte der Mann, aber danke fürs Mitspielen. Wow, stieß Chris hervor. Der Mann spielte den Enttäuschten. Was? Nur wow? Ich biete dir 10 Soßen und du gibst mir 3 Buchstaben? Ha, damit steht es ja wohl 10-3 für die Türkei, was? Chris rauchte der Kopf. Was? Ah, war nur ein Scherz. Was kann ich dir anbieten? Chris ließ den Blick schweifen. Also so fühlte sich Überforderung an. Ich meine, der Mann lachte. Na, setz dich hin und lass das mal den Türken machen. Mehmet redet das für dich. Allergien? Nein, danke, brauche ich nicht. Wieder lachte Mehmet auf. Ich will dir keine Allergien verkaufen. Ich will wissen, ob du allergisch bist. Nur gegen Hausaufgaben. Versuchte Chris, seine Überforderung mit einem Scherz zu überspielen. Schade, sagte Mehmet. Ich wollte dir gerade die Matheplatte servieren mit extra Deutschaufsatz obendrauf. Mehmets Lachen dröhnte durch den ganzen Laden, bevor er erklärte, manchmal mache ich Döner, manchmal mache ich Scherze. Solange sie die beiden nicht verwechseln, versuchte Chris einen schlechten Gegenwitz und suchte sich schnell einen Platz in dem kleinen Lokal. Ihm war klar, diese Salven an Mehmets schlechten Sprüchen würden sonst nie aufhören. Während er auf einen der Holzstühle wartete, zückte Chris sein Handy hervor und schaltete es ein. 0 Nachrichten las er auf dem Display und alles andere hätte ihn auch gewundert. Ich habe die neuesten Kommunikationsmittel, aber keine Kommunikation, schoss es ihm durch den Kopf. Pepperoni? Erklang es vom Thekenbereich. Nein, ich heiße Chris, antwortete er mit einem schlechten Scherz. Wieder füllte Mehmets Lachen den Raum. Du gefällst mir. Ab jetzt heißt du Pepperoni. Das passt zu dir und deiner scharfen Zunge. Also Pepperoni. Pepperoni? Überraschen Sie mich, rief Chris nach hinten und hielt zur Antwort ein herzliches Chris ließ sein Handy von einer Hand zur anderen wandern und öffnete den Browser. Haben Sie WLAN? Nur als Menü zu mitnehmen, grölte Mehmet und setzte natürlich sein hinterher. Aber du brauchst kein WLAN mehr, du hast jetzt einen Döner, sagte er und stellte Chris einen Teller mit einer dampfenden Rolle vor die Nase. Rolle! Chris verdrehte die Augen. Er aß seinen Döner immer im Brötchen, immer und immer scharf, mit extra so... Fast hätte er nach der Rolle gegriffen, da zuckte er zurück. Aus diesem Döner schaute etwas heraus. Chris schüttelte es. An beiden Seiten der Rolle lugte es heraus. Das ging gar nicht. Sofort verlor Chris den Appetit und schaute fast angewidert auf das runde Grün. Sag nur, du magst keine Gurkenscheiben im Döner. Mehmet hatte Chris Entsetzen wohl gemerkt. Kopfsalat und Mais habe ich auch reingetan. Was? Chris wandte sich von der Rolle ab. Hören Sie mal, ich will doch satt werden und nicht... Gesund? Na, den Spruch habe ich aber auch schon öfter gehört. Ist nicht witzig, der ist blöd. Zu einem guten Döner gehört guter Salat. Aber mein Körper... Wird das für einen Anschlag halten? Auch den Spruch habe ich schon öfter gehört, ist auch nicht witzig. Mehmet zeigte freundlich auf den Teller. Pass auf, mein lieber Pepperoni, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ausspucken kannst.
Ausspucken. Hast du gemerkt, das war ein Wortwitz? Eigentlich heißt es ausschlagen. Ich weiß. Es heißt ein Angebot, das man nicht ausschlagen kann, sagte Chris. Den Spruch kenne ich aus Der Pate. Marlon Brando. Mein Vater wollte mir den Film unbedingt zeigen. Bin eingeschlafen. Ich fand den nicht so gut. Es dauert zu lange von einer Leiche zur nächsten. Und dazwischen wird viel zu viel geredet. Typisch Jugend, winkte Mehmet ab. Also, hier ist mein Angebot. Beiß einmal in den Döner hinein. Und wenn er nicht gut ist, bekommst du einen neuen. Ohne Salat, ohne meine Soße, wenn du willst, auch ohne Brötchen und ohne Rechnung. Gut? Chris hätte das nicht zugegeben, aber dieser Mehmet faszinierte ihn. Er mochte diesen kräftigen Mann mit seinem kräftigen Humor. Also ließ er sich darauf ein. Nicht ohne Hintergedanken. Chris fasste einen Plan. Einmal hineinbeißen, Gesicht verziehen, zurückgeben, neuen Döner bekommen, ohne Bezahlung gehen. Hey, das war doch cool, oder? Chris legte also beide Hände um die Dönerrolle. Mehmet beobachtete ihn gespannt. Chris hob die Rolle vom Teller. Mehmet hob die Augenbrauen. Chris öffnete den Mund vor Hunger. Mehmet öffnete den Mund vor Anspannung. Dann erst wagte Chris den ersten Bissen und Mehmet hielt den Atem an. Chris kaute. Mehmet staunte. Dann staunte Chris. Verblüfft, überrascht, perplex. Dann lachte Ahmed. Überzeugt, siegessicher, froh. Gut, oder? Chris erinnerte sich an seinen Plan. Nicht gut, wollte er sagen und dazu noch das Gesicht verziehen, aber seine Mimik gehorchte ihm nicht. Seine Mundwinkel bogen sich nach oben. Fantastisch, hörte Chris sich selbst sagen. Sowas habe ich noch nie. Nicht, nein. Ein Strahlen ging über Mehmets Gesicht. Na also, Pepperoni, ich hab's dir doch gesagt. Lass das mal den Mehmet machen. Chris strahlte zurück. Gab er zur Antwort und merkte erst jetzt, dass er schon wieder in den Döner gebissen hatte. Mehmet legte sein Strahlen nicht mehr ab. Das hast du wunderbar gesagt, lieber Pepperoni. Ich danke dir für dein Kompliment. Und nun genieße. Damit wandte er sich ab und ließ Chris und seine Dönerrolle in trauter Zweisamkeit alleine. Und in den nächsten Tagen fährt Chris also Bude für Bude in seiner Umgebung ab. Er radelt. Wobei seine Muskeln ihn das sehr übel nehmen, aber er radelt. Immerhin gibt es ja diese Wette mit seinem Patenonkel. Und er führt Tagebuch und dieses Tagebuch wird immer philosophischer. Er schreibt über die Eindrücke, die er hat und ihr glaubt ja gar nicht, wie viel man über Döner schreiben kann. Wenn ihr wollt, schaut rein, wenn das Buch da ist. Es dauert ja jetzt nicht mehr allzu lange. Schickt uns auch gerne mal eure Kommentare. Schreibt uns, wie ihr das jetzt gefunden habt, ob euch das gefallen hat. Wir haben immer gerne mit euch zu tun. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch. Alles Gute, ihr Lieben. Genießt die Zeit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video vielleicht wieder. Ich habe vor, euch dann zu zeigen, wie eine Druckerei funktioniert. Ich darf in Koblenz und in Neuwied zwei Druckereien besuchen. Mal sehen, was mich da erwartet und was ich euch da berichten kann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Wie weit kann sie auch trainiert werden? Da gehören Dinge der Lautbuchstabenzuordnung, also das Re und das D kodieren. Und jetzt kann ich frei erzählen, meine Geschichte erzählen und habe dabei immer wieder welche, die mich begleiten und das Auge des Zuhörers geht mal hin, mal her.